Hallo, ich bin noch immer der Christian Freisleben, Berater, Referent, Trainer und Journalist und hemmungsloser Improvisateur. Zunächst mal vielen herzlichen Dank für eure tollen Beiträge zu unserem ABC-Mathe-Spiel und wir laden euch ein, dort nochmal hinzugehen und zu schauen, fällt euch dazu noch etwas ein und das, was dort ist, zu ergänzen. Grundsätzlich finden wir das überhaupt toll, dass ihr noch stärker angefangen habt, auf Beiträge von anderen hier im Mathe-MOOC einzugehen, Ideen, die dort sich finden, aufzugreifen und in neue Ideen zu verknüpfen. Und um genau das geht es in unserer diesmaligen Impro-Challenge. Denn wir setzen hier ein Grundprinzip von der angewandten Improvisation ein, was da heißt, ja, genau. Es geht darum, Ideen zu finden, wo Mathematik eigentlich schon längst angesagt wäre. Wo es darum geht, etwas zu berechnen, was einfach wirklich unbedingt berechnet gehört. Zum Beispiel die durchschnittliche Drehung eines Haares von Christian Spannagel. Oder der Winkel einer typischen Kopfnicken. Oder der kleinste gemeinsame Nenner aller Aussagen zum Thema die Unsterblichkeit der Maikäfer. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch ganz viele tolle Ideen habt, wo Mathematik angesagt wäre oder welches Ding eigentlich zutiefst mathematisch ist. Und ich bitte euch wieder hier unten Ideen zu sammeln und wenn ihr eine Idee von jemand anderem seht, zu sagen, ja, genau, und eine ergänzende Idee dazuzulegen. Oder auch eine neue Thread zu eröffnen und zu sagen, hier ist meine Idee und darauf zu vertrauen, dass jemand anderer ja genau sagt. Wir freuen uns wieder auf eure Beiträge. Alles Liebe.